Hi, ich heiße Carmen Molina. Ich bin von Beruf Schauspielerin und das schon seit ziemlich vielen Jahren. Ich habe vor knapp 20 Jahren die Christian-Rode-Sprecherschule gegründet. Damals hieß sie noch International Voice und 7 Jahre später habe ich sie dann meinem Freund, Mentor und Hauptdozenten gerade im Bereich Hörspiel umgenannt, ihm zu Ehren in die Christian-Rode-Sprecherschule. Noch heute versuche ich vor allem das weiterzugeben, was ich bei Christian gelernt habe. Er hatte diese Liebe zu unserem Beruf, diese hundertprozentige Hingabe, dieses nichts als selbstverständlich ansehen, sondern genau zu gucken, was steht da. Und das ist das, was ich versuche, euch weiterzugeben. Ich habe in diesem Hörspiel-Kompaktkurs ein Video erstellt. Das geht über eine Stunde. Das ist ein Crashkurs, wo man überhaupt erstmal lernt, wie nähere ich mich einem Skript. Wie schaffe ich es, das Skript wirklich so zu lesen, wie es da steht und nicht zu früh schon Dinge von mir mit reinzubringen? Wie schaffe ich es dann im nächsten Schritt zu der Rolle zu werden? Dass ich sie wirklich fühle, die Rolle. Und dass ich nicht klinge wie an, aus bei der Aufnahme. Ganz besonders, wenn wir Xen, also wenn wir alleine einsprechen. Es gibt eine Liste deutschlandweiter Hörspielproduzenten. Und es gibt eine Liste von großartigen Kolleginnen und Kollegen, die sich schon in der Vergangenheit die Mühe gemacht haben, ganz tolle Foren zu schaffen, wo ihr andere Gleichgesinnte findet, die auch Hörspiel lieben, die sich zusammentun, die über Hörspiele diskutieren und. Und es gibt, denn es ist doch immer schöner, einen begleiteten Kurs zu machen, jeden Monat immer am Sonntag von 12 bis 13 Uhr ein Treffen, wo wir uns austauschen, wo ihr Fragen stellen könnt, wo wir Sachen hochladen können, um gemeinsam zu besprechen, was authentisch klingt und was nicht. Wenn ihr gerade stockt, weil ihr nicht weiter wisst, dann ist dieser Sonntag für euch da. Ich freue mich auf euch. Wenn du Interesse hast, hier unten ist der Link. Und dann sehen wir uns vielleicht bald und arbeiten zusammen. Herzliche Grüße, denn wir lieben, was wir tun.